Wenn Sie einen Job suchen würden, worauf würden Sie bei einer Stellenanzeige achten? Um Gottes Willen, ich bin ja schon Pensionist. Ja, das betrifft mich gar nicht, ich bin Unternehmer. Das betrifft mich gar nicht. Wenn das jetzt in der Zeitung oder so ist, schaue ich natürlich zuerst einmal auf die Optik vom Inserat meistens, wie es farblich gestaltet ist oder so in der Richtung. Ne? Nach dem Motto, weniger ist mehr, es soll nicht so überfüllt sein und das Wichtigste auf einen Blick da. Es kann auch klein und bunt irgendwo mitten in der Seite drinnen sein, dass man sieht. Ist Größe wichtig? Meinst du, das ist die Stellenanzeige? Ja. Auf eine Wortanzeige als Akademiker glaube ich eher nicht. Also umso größer, umso besser ist es, klar. Nein, gut, ein Wimmerl anhauen sie nicht, aber das muss nicht halbseitig sein. Nicht? Aber trotzdem groß, dass man es findet. Ja, auch so, ohne Brüllen. Ja. Da muss bei dir eh relativ groß sein. Naja, komm, so schlimm ist es nicht. Das kommt darauf an, um welche Stelle es geht. Wenn es eine kleine Stelle ist, dann eine kleine, wenn es eine große ist, eine große. So ist es in der Realität, ganz genau. Und auffallend gestaltet, dass man ein Hingucker, also dass man farblich, schriftmäßig. Sie muss eine ordentliche Beschreibung der Stelle beinhalten und sie muss gefällig gemacht sein. Sollte keine rechtliche Beschreibung der Stelle. Ich suche keinen Job. Versetzen Sie sich in die Lage. Habe ich nicht vor, mich in die Lage zu versetzen. Wenn Sie einen Job suchen würden, worauf würden Sie bei einer Stellenanzeige achten? Ich suche keinen Job. Deswegen brauche ich auf das nicht achten. Gut. Was verstehen Sie unter dem Terminus Employer Branding? Nix. Nicht. Naja, gebrandmarkter Angestellter. Bitte? Was heißt Employer Branding? Ja, irgendeine Forschung, oder? Branding. Keine Ahnung, ey. Ist das irgendwas Steirisches? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja, das ist gemeine Frage um die Uhrzeit. Ja? Ist ja schon fast Mittag. Ja, fast, ja. Rudi, was heißt Employer Branding? Gar nichts. Wirklich nicht. Was könnte das sein? Ja, was Amerikanisches. Diese ganzen englischen Ausdrücke, früher hat das alles Deutsch noch geheißen. Heißt Entdecker, ne? Also Entdeckungsmarken. Sagt mir gar nichts. Gar nichts. Du, ja, das heißt quasi so, dass ich mich als Unternehmen meinen Mitarbeitern auch verkaufen muss. Ja? Also muss ich für meine Mitarbeiter auch einen Wert darstellen, um sie an mich zu binden. Aber das kann man ja auf gut Deutsch auch sagen, oder? Ich als Ausländer sage das sogar. Das ist wahrscheinlich das Image des Arbeitgebers, sage ich jetzt mal. Also wahrscheinlich der und der Arbeitgeber ist jetzt so und so verschrien, du musst halt voll arbeiten und bekommst dann so viel Kohle. Oder der und der ist eher so ein familiärer Typ. Also der will die Arbeitnehmer an die Firma binden und so weiter und so fort. Ja, aber das kann man ja auch übersetzen. Employer Branding muss man ja jetzt sagen. Ja, übersetze mal. Wie heißt das dann auf Deutsch? Ja, ich bin kein Muttersprachler, gell? Da habe ich einen Joker. Kann ich jemanden anrufen? Sicher. Ja, da würde ich darunter verstehen, wie ein Unternehmer zum Beispiel seine Marke darstellt, sein Unternehmen präsentiert. Ich nutze zwar die sozialen Netzwerke, aber einen Job habe ich da noch nie versucht zu bekommen. Also King ist für mich schon eine Karriereplattform, aber eher für geschäftliche Beziehungen. Facebook sage ich karrieremäßig und geschäftlich eher Finger weg davon. Jetzt bist du dran. Boah, das müsste ich wissen eigentlich. Bin ich nirgends Mitglied? Nein, probiere ich nicht. Was würden Sie von einem Arbeitgeber halten, der diese Wege beschreitet? Zulässig. Sein gutes Recht oder keine Ahnung. Gibt es sowas auch bei Facebook? Echt? Aha, nein. Ich weiß nicht, ich halte selber nicht viel davon, also für mich ist das uninteressant. Ich würde es eher unseriös finden. Ja, also man muss halt mit der Zeit gehen, würde ich sagen. Also ich hätte nichts dagegen, also ich finde es sogar gut.
Sie war die Miss Graz. Miss Graz waren Sie? Geh, hören Sie auf. Miss Graz, kommen Sie schnell, jetzt sagen Sie mir das. Dann brauchen Sie keinen Job als Miss Graz. Gut, Frau Miss Graz, wieder schauen. Ja, es ist zeitgemäß auf jeden Fall und sicher nicht blöd. Andererseits glaube ich wiederum, dass es vielleicht nicht so gut ist, wenn sämtliche Arbeitgeber gleich dein privates, komplettes Leben sehen und deinen kompletten Ablauf sehen. Also. Wieso nicht? Da gab es nachher weniger Probleme. Ja, das vielleicht schon, aber ich glaube trotzdem, dass da Sachen drinnen sind auf Facebook oder auf MySpace oder so, was für einen Arbeitgeber vielleicht nicht vorrangig wichtig ist oder für seine Augen bestimmt ist. Ich habe keinen Computer. Also da kann ich nicht mitsprechen. Im AMS, Internet und Zeitung. Einmal im Arbeitsamt. Das ist immer das Erste. Dann schaue ich zur Leasingfirma, die ein gutes Angebot haben. Ja. Zum Schluss schaue ich in die Zeitungen, falls ich wirklich nichts finde. Das wird er leer geben. Entschuldigung. Ja, die Dame muss warten. Entschuldigen Sie für mich. Wo täten Sie Ihren Job suchen? Okay. Ich, Gott sei Dank habe ich das hinter mich gebracht. Ich weiß nicht, wie Sie meinen, bei Arbeitsamt oder, selbst bei Firma. Ja, genau. Ich würde selber zum Firma gehen und überall fragen. Ich würde es immer übers Internet eigentlich suchen. Ich bin überhaupt nicht der Zeitungsmensch. Ja, wahrscheinlich online, die Online-Plattformen. Also wenn du schaust, die großen Firmen werben schon eher auf Jobpilot. Und wenn ich einen suchen würde, dann würde ich hoffen, ihn bald zu finden. Aber wo ich ihn suchen würde, das ist eine schwierige Frage. Ich kann es da nicht genau sagen. Ja. Aber vielleicht hinter der Maroni-Hütte dort drüben, weil man findet Jobs oft an den ungewöhnlichsten Orten. Das ist schwierig wahrscheinlich irgendwie in den Zeitschriften, im Internet natürlich, aber so jetzt eben gerade Facebook oder so nicht. Ich würde natürlich den modernen Kommunikationsmittel einsetzen, aber ich würde ungewöhnliche Wege wählen, ist viel wichtiger. Dankeschön. So, Herr Sammer, falls Sie einen Job suchen würden, obwohl ihr glaubt, dass Sie unvermittelbar sind, wo würden Sie suchen? Nee, ich will wieder zurückgehen zu meinen Wurzeln und sagen, ja, ich fange wieder so ein Prospekt verteilen an. Ne? Dann schaut man, was sich ergibt. Ne? Wo würdest du, wenn du einen Job suchen würdest, den Job suchen? Ja, schau in die Krone, ne? Ich probiere es nochmal. Jetzt aber ehrlich, wo würdest du einen Job suchen, wenn du einen finden möchtest? Wenn ich doch will haben, hätte ich dann natürlich in die kleine Zeitung. Kleine Zeitung! Vielleicht Fundgrube, kleine Zeitung, solche Sachen. Auf willhaben.at. Nicht schlecht, da braucht man gar nichts manipulieren. Ist gut. Also einmal halt die kleine Zeitung, da sind immer extreme Beilagen. Also ist absolut in Ordnung. Ja. Die kleine Zeitung und dann, wenn dort nichts ist, schaut man halt weiter. Ne? Ich habe nichts gesagt, das ist echt so. Es kommt sicher ganz schlecht, wenn man jetzt eine gewisse Zeitung nennt, oder? Kleine Zeitung und Kurier. Ja, am Samstag die kleine Zeitung wird dann so einen großen Jobteil. Da vielleicht. Dankeschön. Ich würde in die Zeitung schauen. In welche? Kleine Zeitung oder Krone. Schau, ist wirklich Samstag zum Beispiel in der Zeitung oder in der Kleinen. Da gibt es immer das Job und Karriere. Da schaue ich eigentlich, seid ihr von der Kleinen? Welche Zeitung? Ja. Kleine Zeitung in erster Linie. Ja. Welche Zeitung? Ja, die gängigsten Zeitungen, was in Österreich hier sind. Kleine Zeitung, wie heißen die andere auch? Krone und so. Was tagtäglich ist, oder? Ist das Krone und dann Dings kleine Zeitung? Mann, bin ich gut. Ich kenne die ganze Geschichte der Österreicher. Entweder über das Internet oder über die kleine Zeitung oder auch das AMS oder sehr ausführliche Homepage. Die kleine Zeitung, glaube ich, hat immer Stellenangebote, ja. Die Krone auch. Aber vermehrt die kleine am Wochenende, was ich so bemerkt habe. Ja, regionale Zeitungen wahrscheinlich, wenn ich im Raum Steiermark oder Graz suche, ist es dann wahrscheinlich die kleine Zeitung.
In der Zeitung. In welcher? Kleine Zeitung. Vielleicht würde ich in die Zeitung hineinschauen oder zum Arbeitsmarktservice würde ich als Letzter gehen, glaube ich. In welche Zeitung würden Sie schauen? In die kleine Zeitung natürlich.